So, hallo, hallo, schönen guten Morgen, Wim hier aus Brüssel und herzlich willkommen. Weil es 9 Uhr ist, denke ich, es wäre interessant, direkt einmal ein bisschen zu treten. Und ich versuche euch zu zeigen, vorzumachen, wie ich das eigentlich jeden Tag tue. Ich habe natürlich Slides vorbereitet und so weiter. Und wenn ich die Zeit habe, teile ich so viel wie möglich mit euch. Aber es ist jetzt 9 Uhr und dann ist es natürlich immer interessant, mal zu schauen, was los ist im Markt. Was sehen Sie hier? Mini DAX, 4 Charts. Links oben 1 Minute, links unten 5 Minuten und 60 Minuten und dann rechts meine Bewegungs- oder meine Trading Charts. Ich komme gleich darauf. Was habe ich da auf 1 Minute und warum interessiert 1 Minute mich eigentlich? Ich habe fast keine Indikatoren, aber da ist ein etwas, das ich absolut wissen möchte und das ist die ATR, Average True Range. Ich will wissen, was ist die Geschwindigkeit jetzt von das Instrument? Jetzt ist nicht viel los. Was ist es? Es ist jetzt fast 9 Uhr. 4 Ticks pro Minute. Das ist ganz langsam. Ja, manchmal ist es schneller. Und warum will ich das wissen? Weil im Vergleich mit diesem Wert würde ich dann meine Bewegungskerzen einstellen, um zu sehen, mit welcher Kerze will ich oder welcher Kerzgröße will ich handeln. Ja? Eigentlich die Frage, die dann immer kommt, ist, okay, wie groß nimmst du die Kerze dann, wenn ich scalpe, schnell handle, nehme ich 1 Minute und teile diesen ATR-Wert durch 3. Kann 2,5 sein, kann 4 sein, aber so ungefähr, das ist es. Ja. Schnelle wird schwierig. Ja. Schnelle wird schwierig. Man muss auch noch sagen, die Qualität von den Signale muss auch gut sein. Damit muss man aufpassen. Was seht ihr da links unter? Ich mache es ein bisschen größer, dann könnt ihr es sehen. Ich stelle hier schon meinen Chart bereit, um dann vielleicht einen Dreh zu machen. So. Sehen, wie schnell es geht. So. Hier ist meine Analyse. Ihr seht da 5 Minuten. Und was will ich hier eigentlich? Was habe ich hier auf diesem Chart stehen? Diese schwarze Linien, Vortageshoch, Vortagestief. Ich will wissen, ist der Markt stark jetzt? Und das ist er, weil wir liegen jetzt über das Hoch von gestern. Ja, das ist eine Sache. Ich habe auch Pivotlinien drin, beobachte natürlich auch Unterstützung und Widerstände. Sehr klassische Sachen. Ich will mich nur orientieren. Ich will nur wissen, wo bin ich? Das hat eigentlich noch nichts zu tun mit dem Trading, nur mit, okay, wo bin ich, mit der Analyse. Ja? Und dann habe ich absichtlich, habe ich dann hier rechts meine Trading Charts. Und Sie sehen natürlich rechts oben, da steht eine sehr einfache Range Bar oder absolute Spanne ja, von, wie viel habe ich es eingestellt? Ich denke 4 Punkte oder 4 Ticks im Mini DAX ist das genau das Gleiche. Worum geht es jetzt? Ich will das immer gerne mal zeigen, dass man eigentlich, ich bin kein großer Fan von Indikatoren. Ich benutze auch manche gleitende Durchschnitte und Wolken, um es visuell alles ein bisschen einfacher zu machen. Aber eigentlich sollte 80, 90% von den Informationen, worauf wir handeln, soll aus der Preisbewegung kommen. Ja. Und das versuche ich eigentlich immer zu zeigen oder die Leute beizubringen. Und was ich hier natürlich sehe, auch auf die 1 Minute, sehen Sie hier ganz deutlich die Trendbewegung nach oben und Sie sehen ja auch, dass, wenn Sie das hier rechts oben, ich kann es schwierig zeichnen, aber Sie sehen, hier läuft irgendwo ein Kanal nach oben. Und wir liegen eigentlich an die Unterseite des Kanals. Das bedeutet, in diese Dimension würde ich sehr gerne long handeln.
jetzt, wo wir jetzt da sind, würde ich in diese Situation nicht short handeln. Auch nicht, wenn ich ein Signal bekomme. Da muss ich erst, es muss passen in meine Analyse. Darum auch, ich habe es hier schön aufgeteilt, links und rechts. Links Analyse, rechts Trading. Links beantwortet die Frage, soll ich jetzt überhaupt handeln, ja oder nein? Und oft ist es nein, leider. Wenn die Antwort ja ist, ist es wahrscheinlich auch ja in die oder in die andere Richtung. Und dann warten wir, bis ein Setup, eine Strategie, eine Bewegung, die man gerne handelt, vorbeikommt, nimmt die aus die Tasche und spielt. Ja, so wird es aufgeteilt. Ja. Ich zeige euch später auf ein paar Slides die verschiedenen Bewegungen, die ich alle handle. Aber das ist das Prinzip. Erst ist die Entscheidung. Jetzt, und ich bin hier live dabei. Ihr seht hier auch, ach, gute Frage. Ihr seht hier oben, ja, hier will ich mal einsteigen, mal eine Order einlegen. Ja, ihr seht hier, das geht hier ganz schön nach oben und hier oben habe ich eine Spanne von 4. Hier unten ist es 10. Das ist eine Differenz von 2,5. Das ist immer die Differenz, die ich nehme. Das bedeutet, ich beobachte gerne Märkte in verschiedene Dimensionen. Zeiteinheiten, wenn ihr mit Zeiteinheiten handelt oder Bewegungskerzen wie ich. Ja? Bewegungskerzen haben Vorteile, sicher beim Scalping und beim Trading, weil man sieht Bewegungen, denke ich, schneller und besser und auch mit die Betreuung, die Einstiege, aber auch die Positionsbetreuung, ist es präziser. Ja. Es ist, denke ich, weil, warum? Weil die Kerzen alle genau die identische Größe haben und damit natürlich, ja, weiß man genau, was ist mein Risiko. Mit Zeitkerzen ist es viel schwieriger, dann natürlich hat man manchmal eine kleine, manchmal eine große Kerze und dann ist es nicht das gleiche. Hier, das Order kann ich rausnehmen, das läuft bis jetzt nicht. Könnte auch einen Alarm einstellen und so weiter. Aber ich hoffe, ihr seht einmal, dass ich es beurteilt habe. Das ist eine Ja-Nein-Frage. Ja, ich trade und ja, in die Richtung. Wenn ich das habe, wie hier, dann warte ich auf das Signal. Ja, es gibt verschiedene Bewegungen, aber ihr könnt sehen natürlich, dann sagen die Leute, aber wenn, da ist nichts. Ja, da bin ich nicht ganz einverstanden. Da ist eigentlich ganz viel. Und ich versuche euch das mal zu zeigen. Ja. Ich muss mal zeichnen, dann kann ich nicht reden, aber so. Das hat, hoffe ich, jeder gesehen. Und hier oben auch. Das läuft eigentlich hier in diese Richtung. Das ist nicht perfekt, aber so ist es. Könnt ihr meinen Bildschirm noch sehen? Geht das alles noch? Ich sehe mein, läuft das noch? Ja, nee, alles gut. Ja, man Alles sieht es, das gut, war jetzt ein ja. bisschen klein durch die Aufteilung der Bildschirme. Aber wenn du jetzt das nochmal Willst verdeutlichst, du? dann Ich wird's, kann glaube auch meine Webcam ausmachen, wenn du willst. ich. Nee, das macht jetzt, glaube ich, keinen großen Unterschied. Vielleicht nochmal als Hinweis für alle. Es gibt ja viele, die übers Web hier drin sind, über den Browser. Da ist es eigentlich super zu sehen, weil ich habe es hier auch so. Wer in der App drin ist, der kann übrigens die Größe des Bildschirms auch beeinflussen und kann auch in den Vollbildmodus wechseln und dann dürfte es richtig cool sein. Also du kannst gerne die Webcam anlassen. Okay. Gut. Eigentlich, was ich hier versuche, ist natürlich in dieses Kanal mitzutreten und hier an die Unterseite einzusteigen. Was sind Signale, die ich dafür gerne benutze? Das sind Triaden. Wie sieht eine Triade aus? Das ist wie ein Market Structure Low, Market Structure High. Das sind diese Formationen. Zum Beispiel so. Das sind drei Kerzen. Hier sind es natürlich drei ähnliche Kerzen. Wo, wenn hier diese dritte Kerze bestätigt wird, dann ist dieses Umkehr, wie soll man sagen, Figur oder Formation ist dann bestätigt und dann steige ich ein. Aber natürlich muss ich die sehen, genau da, wo ich sie haben will. Wenn die Bedingungen nicht da sind, kann ich leider nicht traden. Ja, so sehr wichtig. Ich warte immer auf Bewegung.
wenn sich hier etwas tut, kommen wir darauf zurück. Jetzt kommen wir zum Scalping. Was ist Scalping für mich? Oft wird gesagt, ja, es sind schnelle Bewegungen und man nimmt schnell kleine Gewinne mit und man gewinnt oft. Ich höre da manchmal Sachen, wo man 70, 80% Trefferquote hat, wo man sehr oft gewinnt. Persönlich sehe ich es ein bisschen anders. Was es für mich ist, Scalping, ist die Verluste zu scalpen, nicht die Gewinne. Ja. Teilweise ja, weil ich so ein Scale-out habe, wo ich in verschiedene Stufen aufsteigen kann. Ja, das mache ich. Okay. Was ich eigentlich versuche, und ich habe verschiedene Money-Management-Systeme, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Ich will so schnell wie möglich in eine Situation kommen, wo ich nicht mehr verlieren kann. Und dann gebe ich Luft. Ich nehme einen kleinen Gewinn mit und das andere lasse ich laufen. Warum? Weil ich persönlich das Geschäftsmodell vom Trading und auch im Scalping-Bereich ist es so, dass man Trades braucht, wo man wesentlich mehr verdient, dann man riskiert, um am Ende die Woche, Monats echt Geld zu verdienen. Ja. Versuchen, 4 Ticks zu verdienen und dafür 20 Ticks zu riskieren, das Geschäftsmodell, ich kenne eigentlich niemanden, die damit vernünftig Geld verdient. Ich muss es ganz ehrlich sagen, daran glaube ich nicht. Und darum ist es für mich, Scalping ist, das Money Management System so aufzubauen, dass man sehr schnell auf das Risiko hinaus ist und dann natürlich hofft, und man weiß das auch statistisch, dass der Markt weiterläuft, eine normale Bewegung macht und dann verliert man. Aber sehr oft wird man auch ausgestoppt oder muss man einen kleinen Verlust hinnehmen. Es sind nur, auch im Scalping-Bereich, nur 20 oder 25% von unseren Trades, auch wenn man die Analysen und alles richtig macht, die echt Geld bringen. Alles andere ist eigentlich nur Arbeit und sind Trades, die eigentlich nichts bringen. Und das ist die Realität. Ja. Trading-Systeme, wo man sagt, ich habe hier ein super System und 80% von meinen Trades funktionieren. Ja, persönlich, ich sehe das nicht. Ja. Denn ich würde es nicht wissen. Ich warte hier noch ein bisschen, aber ich zeige euch jetzt noch, was ich brauche, um zu traden oder um zu scalpen. Zwei Konzepte. Erste Konzept, Trend. Eine Trendbewegung. Und ich zeige euch das im Slide später, aber ich will sehen, nicht denken, aber sehen, habe ich jetzt, bin ich in einem Trend jetzt? Ja oder nein? Wenn ich in einer Seitwärtsbewegung bin, in die Dimension, die ich handle, nicht fehlen. Aber wenn ich Trendbewegung sehe, gut, dann sage ich, aha, Trendbewegung, wir warten, bis eine Bewegung oder ein Einstieg vorbeikommt. Und dann haben wir noch ein zweites Konzept und das ist Volatilität. Das ist Geschwindigkeit. Wie stark bewegt der Markt sich jetzt? Nochmal, nicht was ich denke und auch nicht wie es vor 5 Minuten war. Nein, jetzt, jetzt. Und das, wie habe ich vorgestellt, ihr seht das hier auf meinem Bildschirm rechts unten, das sind diese rote und diese grüne Bänder. Das ist nur ein visueller Trick, weil eigentlich ist es so, einmal, dass man genug trainiert ist mit dieser Technik, braucht man eigentlich auch diese Bänder nicht mehr und kann man es so sehen. Ja, das ist die wirklich pure Form vom Daytrading und Scalping. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, dass um hier im Scalping-Bereich sicher zu gewinnen, dass das Money Management und das mentale Kapital, die mentale Kraft sehr wichtig sind. Und darum auch das System, das man hat hier, muss einfach sein, sehr strukturiert. Man muss es gut verstehen, auch verstehen, was man zu erwarten hat.
Das Money Management muss so ausgewählt sein, dass es zu seiner Persönlichkeit passt und dass man es versteht und dann dass man es auch gut ausführen kann. Scalping und auch Trading, aber Scalping sicher, weil es oft schnell geht, ist eigentlich nur Ausführung. Execution. Tun. Man hat keine 10 Minuten, um etwas zu analysieren. Versteht ihr? Das geht schnell. Darum muss es sein. Okay, ich beobachte das. Okay, hier ist Go. Und das ist nur Ausführung. Ja. Gut. Bewegt sich wenig hier. Ich zeige euch etwas anders. Ich trade drei verschiedene Plattformen. Ja. Ich bin großer Fan von Nanotrader, habe auch viele von dieser Technik, auch Scalping, automatisiert in Nanotrader. Das ist nicht für heute. Für die Leute, die daran interessiert sind, ihr könnt auf meinen YouTube-Kanal gehen. Da stehen verschiedene Videos, sind viele Videos, auch über das Super 5-Tool und so weiter. Und ihr könnt mich immer kontaktieren dafür. Aber das ist nicht das Ziel von heute. Ich gehe mal auf eine andere Plattform, die ich auch sehr gerne, ich arbeite sehr gerne damit. Und ich bin hier, ich hatte absichtlich etwas anderes eingestellt hier. Das ist der Nasdaq. Mikro Nasdaq habe ich hier eingestellt. War eine ziemlich schöne Bewegung nach unten. Ihr könnt es sehen. Und hier seht ihr, ja, das ist seitwärts. Und was ich vorher da euch erklärt habe über Trend und Volatilität, steht auch hier vorgestellt. Ihr seht hier diese blaue Linie, ihr seht hier diese grüne und rote Linie, das ist immer das Gleiche. Das ist immer Volatilität und Trend, die vorgestellt sind. Es sind nur visuelle Tricks, um die Bewegungen einfacher zu sehen. Aber es geht um die Preise. Für die, die die Kerze nicht kennen, das ist eine Kerze, die ist bekannt, die heißt Ninsarenko. Es gibt viele von diesen Bewegungskerzen im Markt. Nach meiner Meinung sind die alle gut. Und ja, das ist eine Geschmackssache, würde ich sagen. Ich habe meine eigene entwickelt auf Nanotrader. Eine Kombination von Renko, absoluter Spanne und Heikinashi. Manche Leute treten nur damit, andere machen nur absolute Spanne. Anderen, die von meinen Studenten, womit ich mit Ninja handle, ist es dann auf Ninsarenko oder auch Range. Das ist, wie man. Hier will ich mal einsteigen. So, da habe ich hier, stehe ich gut, das steht gut, ja, bei Moment, das ist. Order filled. So, da bin ich eingestiegen, ja, und hier habe ich 10 Ziele. Das ist ein Mikrokontrakt und ihr seht hier, ich stehe hier natürlich, es muss direkt laufen, wenn es nicht läuft, Stop filled. ausgestoppt. Jetzt, ich gehe nochmal rein, ja, da geht er wieder, Moment. Muss das Signal bekommen. Kleinen Augenblick. Ich warte. Noch. Er muss es geben. Ne? Wenn nicht, wenn er jetzt nach. Nein, dann mache ich es nicht. Jetzt geht er wieder. The Ja, okay. order failed. So. Und ich stehe hier dann eigentlich auf einem bestimmten Abstand hier unten, da, und habe dann hier, das wird, wie ich das auf Deutsch übersetzen muss, weiß ich nicht. Aber das ist. Scaling out, ja, ist eine Technik, es gibt verschiedene. Und die kann man natürlich wunderbar machen, zum Beispiel im Forex-Bereich oder auch im Micro-Futures-Bereich läuft das wirklich super. Und ja, mache ich oft. Ja. Benutze diesen Setup sehr oft. Hier sind es nur 10, aber normal können es noch mehr sein. Ja. Und das läuft echt schön. Und ihr seht schön diese Niveaus, wo sie stehen. Ich kann sie auch irgendwo anders hinstellen. Ich kann auch Target pyramidieren. filled. Ja, erstes Ziel geholt. Jetzt betreue ich mal. Ja, ich nehme das fest. Und hier habe ich zum Beispiel, ja, Moment, war ein bisschen zu spät hier. So, da Stop filled. wieder raus. Bedeutet, ich habe schon zweimal verloren. Ne? Das zweite Mal war Break-Even, aber das erste Mal verloren. Und hier bin ich in Seitwärtsphase ist nicht okay. Ja, ist nicht gut. Muss warten. Ich will, ja, gute Frage. Ich will hier nicht short handeln. Seht ihr das? Es läuft noch nicht. Es muss hier
Diese Tiefs sind gebrochen. Es geht hier weiter runter. Wenn es jetzt nach oben geht, da, und es dreht, dann will ich es nochmal probieren, aber dann wird es short sein. Ja? Weil ich jetzt wieder das Kanal nach unten sehe. Jedes Mal denke ich laut, okay, wo ist der Markt? Erst war ich in der Seitwärtsphase, habe ich gedacht, er bricht durch nach oben. Das war hier, seht ihr das? Ich dachte, er dreht hier, geht weiter nach oben, hat er nicht gemacht. Ja, das ist schade. Okay, aber war gut getradet. Ja, jetzt bin ich hier unten, kann ich das Kanal nach unten zeigen, würde ich sagen, ich will es lieber nach unten handeln. Ich warte. Sehr wichtig, auch wieder eine Frage über diese blaue Linie und diese grüne und rote Bänder. Eigentlich ist es so, wenn der Markt sich an beide Seiten von diesen Linien bewegt, sind wir auf den Seitwärtsmarkt. Wenn er nur an einer Seite von die Linie bleibt, haben wir Volatilität und Trends. Und das bedeutet, wenn er so hin und her über diese Linie geht, ist es für uns nicht so toll, nicht so gut. Ja? Und dann ist es manchmal besser. Hier, jetzt geht er. Ich habe hier noch ein anderes Bild offen. Ich kann euch Order filled. nicht alles Stock zeichnen, filled. nicht alles zeichnen, weil Moment. Nochmal, jetzt muss er drehen nach unten. Hier, wenn er natürlich wieder ganz über diese, da geht er. So. Order filled. Seht ihr das? So. Wir sehen natürlich, dass ich immer auch im Target Skript, ja, filled. jetzt geht es sehr schnell, ja, habe ich alle Ziele mitgenommen, stehe ich hier auf Break-Even, ja, und ich kann auch diese Ziele, wenn ich das will, noch wegziehen, was ich oft tue. Ich werde es heute nicht tun, weil ich will euch verschiedene Sachen zeigen. Aber ich kann es nicht genug sagen. Ja. Wenn man mit diesem Ding echt verdienen will, muss man diese 20, 25% Trades holen, wo man das 3, das 4, das 5-fache rausholt, auch im Scalping-Bereich, ja. Um alle Kosten zu bezahlen, die Verluste zu bezahlen und so weiter. Ja. Noch Fragen über diese Pyramide-Geschichten. Eigentlich, was es ist, ist eine Pyramide, ist, wo ich nur ein kleines Teil von meiner Position am Anfang aussteige und dann mehr und mehr und eigentlich einen großen Teil von meiner Position nach das Ende laufen lasse. Was für einen Einfluss hat das auf die Statistik? Ich würde sagen, man verdient mehr. Ja. Target filled. Ja, hier habe ich fast alle Ziele mitgeholt. Target filled. Habe ich sie alle geholt. Pardon. Desto mehr man von seiner Position laufen lässt, desto schlechter wird die Trefferquote. Das bedeutet, statt, ich sag mal was, 60% zu gewinnen, gewinnt man nur 53% von seinen Trades. Ja, aber man verdient mehr. Und darum geht es eigentlich. Ja. Trades einzugehen, wo man 80% von die Zeit gewinnt, weil es nur 3, 4 Ticks sind, aber mit einem Risiko von 15 Ticks oder Punkte. Ja, man gewinnt oft, aber ich weiß nicht, ob man damit Geld verdient. Man muss auch noch all diese Kommissionen und so weiter bezahlen. Das muss man auch noch mitrechnen. Darum denke ich, es ist wichtig, darauf zu achten. Ist auch hier oder in Ninja Trader, Nano Trader, beide sehr gut. Warum mag ich diese Plattform? Weil die Order Eingabe so einfach ist. Ja. Geht schnell, ein Klick, man kann sich alle Stops und alle Ziele schön einfügen. Ich habe auch verschiedene von meinem Money Management System automatisieren können in Nano. Das ist natürlich, das schaffe ich auf viele Plattformen, die webbasiert sind, ist es ein bisschen schwieriger. Ja. Und natürlich geht es im Scalping ziemlich schnell und dann hat man einen Vorteil dabei, um manche Sachen an die Plattform zu übergeben. Ja, das ist manchmal. Ja, gut, ich Tim, stelle das hier. weil du gerade gesagt hast, man muss die Gebühren ja auch noch verdienen. Das ist ja gerade im Scalping super, super wichtig, weil das höre ich immer wieder.
Ups, jetzt ist der Ja. Ton weg. Ja, bist du da? Ja. Ja. Ja, ich bin. Das höre ich immer wieder von den Kunden, weil sie dann sagen, ja, die Gebühren sind zu hoch, ich verdiene ja kein Geld. Meistens, wenn das der Fall ist, ist es so, dass die Strategie angepasst werden muss, ne? Also, dass man wirklich gucken muss, dass seine Strategie auch die Gebühren verdient. Es bringt gar nichts, wenn man 20, 30 Cent weniger Gebühren hat. Hat aber ein Problem, dass man den Gewinn um 1 Euro oder 2 Euro steigern muss im Schnitt pro Trade, dann kann man nie profitabel werden. Das funktioniert nicht. Nein, nein, das ist natürlich darum auch, dass es so wichtig ist und das ist mehr etwas für die Ausbildungen und so. Aber da muss ein Tradingplan liegen, ein Geschäftsmodell, wo es dann auch vorgerechnet wird. Ich verstehe, dass viele Leute am Anfang beginnen mit CFDs zum Beispiel und das ist gut, ja. Aber man muss natürlich rechnen, wenn man Vollpreis bezahlt, CFD auf 3 Euro. Da muss man sich seine Strategie anpassen und dann können wir nicht 10-mal aussteigen, dann müssen wir da ein oder zweimal aussteigen. Anders geht es nicht. Ja. Was ich hier gezeigt habe, da können wir Kurzfristig wirklich, handeln, ne? ja, dann können wir nicht kurzfristig handeln. Und ja, ich würde nur sagen, damit muss man rechnen. Es ist natürlich auch so, dass im Forex-Bereich zum Beispiel und auch sicher Futures, ja, auch Micro-Futures, dass man da wirklich sehr schöne Sachen tun kann. Wirklich, ja, das geht sehr gut. Ja, und Das da gibt es ja jetzt auch man noch ein Highlight, ne? Ich habe jetzt gehört von der Eurex, dass wir im nächsten Monat den Mikro-DAX bekommen. 1 Euro, ein Punkt. ja. Ich denke, das wird für viele Leute wird das wichtig. In Amerika hat man das auch schon sehr viel und dann hat man das natürlich auf die amerikanische Indizes. Die Volumen sind auch sehr hoch und das rechnet sich. Ich muss ganz ehrlich sagen, das funktioniert sehr gut. Was auch wichtig ist, und das wird oft vergessen, und darum muss man mit Tickdaten arbeiten und bei Selfinvest, ich bin schon 11 Jahre bei Selfinvest und das ist auch sehr wichtig. Dass die Ausführungen natürlich, die mussten perfekt sein. Anders hat man sicher im Scalping-Bereich, das haut nicht hin. Man kann auch sagen, ich habe niedrige Gebühren oder wenig Kommissionen, aber die zahlt man dann doppelt zurück, weil die Ausführungen nicht gut sind. Verstehen Sie? Das geht nicht. Darum die Ausführung ist sehr wichtig. Ja, aber ich wollte nur zeigen, es geht. Am liebsten habe ich persönlich Nanotrade. Warum? Weil es mit die Order-Ausführung so schnell geht. Ja, das finde ich persönlich für Scalping. Wenn man noch Plattformen hat, wo man jede Order einlegen und bestätigen muss, das ist ein bisschen schwieriger. Ja? Gut. Ich mache weiter, Stefan. Hallo? Stefan? Gut, mache ich weiter. Und mal sehen hier. Ich nehme jetzt mal ein paar Slides, mal sehen, ob hier etwas los ist. Da könnte noch etwas gehen. Ja, hier nach oben. Wird ihr das mal versuchen? Ja, hier. Ich kann jetzt mal auch die Visualisierung ein bisschen anpassen. Ja, so, so, so. Und hier nochmal. So, 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 anpassen. Und dann kann ich, mach das mal weg. Moment, okay. Und dann hier Trend, Visualisierung. Hier nochmal da, da. Und kann ich es hier auch eingeben, ja, wie ich das will. Und das ist genau das Ähnliche. Das hilft nur ein bisschen, ich kann natürlich auch bestimmte Signale darauf programmieren, aber eigentlich hilft es mir zu sehen, was los ist. Und hier natürlich sehe ich wieder noch immer die Bewegung nach oben. Manche haben das schon gut gesehen. Es wird hier wieder grün. Das bedeutet, der Trend ist dabei zu drehen. Und hier ist für mich ein Einstieg. Es ist ein Umkehrsignal, weil wenn hier diese ganze rote Wolke, und das sind eigentlich zwei Dimensionen, die ich zusammengebastelt habe, das ist die, worauf ich handle und die übergeordnet. Wenn die dreht, gehe ich davon aus,
dass die Trendbewegung gebrochen ist. Und dann kann ich eine Umkehrbewegung handeln. Das habe ich hier gemacht. Ich stelle dann immer meinen Stop nicht weit weg. Wenn es falsch geht, fair enough, aber wenig. Ja, das ist das System. Ist auch kein Problem. Wir nehmen diesen kleinen Verlust. Wenn der Markt nochmal das Signal gibt, steigen wir wieder ein. Da liegt oft auch der Fehler im Trading-Bereich. Das ist, wird so gemacht, dass eigentlich man, wie soll ich das sagen, ich schaue mal hier auf meine Position. Ne? Ich stehe genau an 14.000. Er ist auch über die 14.000 gelaufen. Und darum hoffe ich natürlich, dass er weitergeht. Das ist ein sehr, sehr schöner Einstieg. Was oft gemacht wird natürlich ist, dass man will sicher sein und man will nicht verlieren. Und dann holt man Indikatoren dabei und so weiter, um zu sehen, ja, ich muss sicher sein, dass es gut läuft. So geht es nicht. Aber man muss bereit sein, sich im Scalping-Bereich, wenn es schnell geht, zweimal hintereinander zu verlieren. Zweimal. Und dann nochmal einzusteigen. Das ist auch immer, was sich die Leute fragen, wenn wir einen Tradingplan zusammenstellen, ist, was kannst du ertragen? Wie viel Geld kannst du 3, 4 Mal hintereinander verlieren? Darum geht es. Ja, das wollte ich mal mitgeben. Hier nochmal, das Signal ist wieder da. Ja, es bleibt, es geht noch immer nach oben. Ich stelle meine Order wieder ein. Ja, mal sehen. Alles ist gut. Ja, der ganze Setup ist gut. Ich gehe mal hier auf meine Slides, weil ich habe nicht so viel Zeit und ich will euch das gerne noch so viel ich kann mitgeben. Ja, ich nehme nur, was wichtig ist, raus und Folien könnt ihr bei Self-Invest fragen. Ich kann euch diese Folien auch schicken. Ihr könnt mich auch kontaktieren über meine Website. Könnt ihr diese Folien von mir aus haben. Ah, ihr geht es in die falsche Richtung. Ja. Er macht es nicht. Ist nicht schlimm, ne? Nehmt die Order raus. Das ist auch so einfach in die Plattform. Ganz einfach rein, ganz einfach rauszunehmen. Das läuft eigentlich sehr gut. Gut, jetzt. Das hatten wir schon besprochen, die Anatomie über Trend, wie ich das vorstelle, Volatilität, wie wichtig das ist. Und dann natürlich noch ein Wort über die Produkte und Kommissionen und so weiter. Es ist natürlich sehr wichtig, Produkte zu haben, die man in bestimmter Spannen, Timeframes handeln kann, die einen bestimmten Rhythmus Geschwindigkeit haben. Ja. Und das ist natürlich, man hat eine sehr große Auswahl, aber natürlich sind es Indizes, Technologieaktien, Forex kann man auch machen. Man hat viele Möglichkeiten. Ja. Sehr wichtig dabei ist die Liquidität und Orderausführung. Ja. Das hört sich einfach an, ist es aber nicht. Ich sehe zu viel Leute, die irgendwo ein Konto haben, die traden Produkte, wo es aus erster Sicht sehr wenig Kosten sind, sehr billig ist. Aber eigentlich, wenn man sich die Order-Ausführung, Slippage und so weiter anschaut, dann wird es ein sehr teures Produkt. Und da muss man aufpassen. Man braucht da, denke ich, wenn man scalpen will, braucht man Tickdaten. Das beste Produkt dafür natürlich sind Futures. Ich verstehe auch, dass für manche Leute am Anfang, dass die Zahlen zu groß sind und dass man da mit kleineren Produkten erst besser trainiert. Kann man damit mit CFDs oder Forex-Produkte machen. Aber sicher sind natürlich ausgezeichnete Produkte. Auch muss ich sagen, ich habe viele von meinen Studenten, die handeln jetzt mit CFDs auf die Tech-Aktien im Nachmittag mit diesen Techniken. Und das funktioniert wirklich hervorragend. Das geht wirklich gut. Ja. Setups. Lass uns darüber noch ein paar Worte sagen.
verschiedene Bewegungen. Es sind immer Bewegungen, Formationen, die zurückkommen. Das erste ist Momentum oder Impulsformationen. Was meine ich damit? Wenn das Momentum da ist, wenn man es sieht, ja, auf diese blaue und magenta Bänder oder einen anderen Weg, ja, macht auch nichts aus. Wenn man die Momentumbewegung sieht, da hat man schon einen Vorteil, weil man weiß, die Bewegung ist jetzt da. Mit Zeitkerzen ist es dann sehr schwierig zu handeln. Aber mit Bewegungskerzen geht das. Warum? Weil man hat nur sehr kleine Kerzen und manchmal hat man eine kleine Verzögerung. Und da kann man zuschauen. Ich zeige es euch auf dem Bild später. Das ist eine Möglichkeit. Natürlich hat man Scalping-Setups. Ihr seht auch noch manchmal ein bisschen flämisch auf meinen Charts stehen. Das ist ein Fehler. Ich bin noch dabei, das Fehler umzusetzen, aber ich erkläre es euch. Es gab die Formationen, ich habe die falsche rausgeholt, ich habe die flämische eingelassen. Das sind verschiedene Kerzenformationen, wo sich herausstellt, wie die Verhältnung ist zwischen Käufer und Verkäufer. Und das sind oft sehr interessant, um da die zu drehen. Ich zeige sie auch. Umkehr habe ich vor ein paar Minuten gezeigt, wo der Markt sich dreht. Block oder Ranges Breaks, das sind, wo der Markt eigentlich ein bisschen zusammengepresst wird und dann trotzdem weiterbricht. Und dann die EMA-Triaden, EMA-20-Triaden, solange der Markt an einer Seite bleibt von die EMA-20, sind wir eigentlich in einer Trendbewegung. Das wird auch in die Analyse so unterrichtet. Und oft dreht der Markt da. Und wenn wir natürlich da einsteigen können, im Zentrum eigentlich von die Bewegung oder am Anfang von einer Trendbewegung, dann sind es oft sehr gute Bewegungen. Ich zeige euch das mal. Hier, so sieht es aus in Momentum. Ihr seht hier diese blaue und diese Magenta Wolken, das sind eigentlich, das ist die Volatilität. Und ihr seht sehr deutlich hier diese Triaden, die hier als Einstiegssignal dienen. Ja. Kann auch in Nanotrader vollautomatisiert werden, geht auch, aber man kann nur Alarme einstellen oder es nur visuell beobachten. Ja. Sehr wichtig. Dann hat man diese Formationen. Man hat ganz viele, ich habe nicht die Zeit, die alle durchzugehen. Ja, aber zum Beispiel nehmen nur diese rechts unten Box Breakout. Ihr seht ganz deutlich, dass da kommt so ein Moment, diese Trades kommen jede Stunde vorbei, ja, in kleine Spanneinheiten. Es ist, dass da ist eine Box, der Preis weiß eigentlich nicht, wo er hin muss. Der Markt wird zusammengepresst. Und weil hier in dieses Beispiel der Markt von unten kommt nach oben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nach oben weitergeht, viel größer. Sehr schöner. Ist einer weithin ein von meiner Favoriten Trades. Absolut. Diesen hatten wir schon besprochen. Und da hier auch sind diese Fair Value Breakouts, das ist eigentlich, die sind sehr einfach zu erkennen, werden oft falsch getradet. Ja, das habe ich in anderen Webinaren schon erklärt, werde das heute nicht mehr zu viel darauf eingehen, aber es geht eigentlich darum, dass man warten muss, bis ein Ausbruch bestätigt ist. Ja, darauf muss man echt warten. Das sind nochmal meine Favoriten, ja. Aber worum es eigentlich geht, hier, ja, ist, dass man bestimmte Fehler versuchen muss. Man muss diese Fehler kennen, aber man muss auch versuchen, diese Fehler zu vermeiden. Ja. Zum Beispiel handeln, wenn kein Trend da ist oder
manchmal gegen einen Trend. Darum auch ist diese Analyse immer so wichtig, um zu sehen, ja, wo bin ich, wie läuft das? Soll ich jetzt überhaupt handeln oder in welche Richtung? Das ist die erste Sache. Das bedeutet auch, dass Nichthandeln ist auch eine Möglichkeit, ist auch eine Position oder ist auch eine Strategie. Ja, nicht vergessen. Ja. Moment hier, ja. Was oft auch, was ich zu oft noch sehe, ist, dass man Signale gut erkennt. Dann sagt man, okay, das ist ein Signal, das sieht gut aus und so weiter. Aber man rechnet nicht mit starker Unterstützung, Widerstandszonen oder große Zahlen, ja, wie heute. Wir hatten da gehandelt. Wir liegen da um die 14.000 jetzt im DAX. Da muss man mit rechnen natürlich. Ja. Sicher, wenn man so ein Niveau das erste Mal wieder berührt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er da nicht direkt durchgeht, zu groß. Und dann wäre es besser zu sagen, ich verzichte darauf und ich warte, bis das Niveau rausgenommen wird. Ja. Und so, dann, und jetzt kommt der Killer. Und das ist weithin ich denke, die große Herausforderung für uns alle. Ja. Das ist, um zu vermeiden, um zu viel zu treten. Weil wir ja manchmal aus dem Bauch heraustreten, manchmal aus Rache, weil es schlecht gelaufen ist, oder wir haben es mal versucht und hat es nicht funktioniert und dann nochmal und so weiter. Und dann die Leute, die Erfahrung haben mit Traden, kennen das, ist uns alle schon passiert und ist auch sehr menschlich, aber absolut zu erkennen und zu vermeiden. Darum auch ist das Regelwerk, auch im Scalping, wo es eigentlich einfach ist, ja, sage immer an die Leute, weniger. Einfache Analyse. Ihr habt gesehen, wir haben hier Trades gemacht, nur mit sehr einfachen Kerzen. Nur Bewegungen beobachten. Ja, sehr einfach. Und auch sich konzentrieren auf eine, maximal zwei Bewegungen. Fünf oder acht Strategien zu handeln, hat keinen Sinn. Ist zu viel. Das Zauberwort ist weniger und perfekte Ausführung von weniger. Darum geht es eigentlich. Ja. Darum, das ist oft, was ich sehe, ich bekomme dann diese Trading-Tagebücher von meinen Studenten, meine Kollegen eigentlich. Und das sieht man direkt. Ja. Manchmal hat man im Vormittag jemand 30 Trades oder am Nachmittag 50 Trades. Das ist viel zu viel. Viel zu viel. Ja. Und dann sieht man auch die Trefferquoten, Expected Value und so weiter. Auch merke ich noch immer, ich denke, dass nicht 5% von aller Trader ein Trading-Tagebuch führt. Ist, denke ich, echt ein Fehler. Weil man kann nur beurteilen, wie gut es geht, echt beurteilen, analysieren und Schritte nehmen, um zu verbessern, wenn man genau weiß, was los ist. Was ist deine Trefferquote? Was ist deine Expected Value? Wann tradest du zu viel? Welche Einstiege funktionieren? Es gibt zum Beispiel Leute, die jedes Mal, dass sie Short handeln, verlieren die. Long, sehr gut, Short geht nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Aber wenn man es weiß, oder man kann das Problem lösen, oder man tradet nicht mehr Short. Man hat nicht viel andere Möglichkeiten. FOMO-Syndrom, Fear of Missing Out, ist wirklich etwas. Und darum muss das Regelwerk so stehen. Dann zu spät einsteigen ist etwas, das auch oft passiert. Und warum ist das? Ist, weil man Angst hat. Oft. Man hat Angst und darum will man Bestätigung und man benutzt dafür verschiedene Indikatoren. Diese Indikatoren, oft sicher im Scalping-Bereich, kommen immer ein oder zwei Schritte zu spät. Das ist die Realität. Wenn man das in die Vergangenheit sieht das anders aus. Man denkt, das hat gute Signale gegeben. Aber in die Realität, in Real-Time, ist es leider nicht so. Ja. Im Swing-Trading-Bereich und so weiter ist etwas anders. Aber für schnellen Handel würde ich versuchen, so viel wie möglich auf
Indikatoren zu verzichten. Ihr könnt hier und da mal einen gleitenden Durchschnitt oder eine Wolke oder was, das visuell hilft, die Bewegungen zu sehen, aber es geht um die Bewegung. Es muss 80, 90% die Kerzbewegung oder Preisbewegung sein und nicht die Linie, Indikator oder was auch sonst. Ja, und natürlich, das weißt ihr, das Zocken, das müssen wir natürlich vermeiden. Ich will noch ein Wort sagen über Money Management. Money Management, auch da sehr menschlich, Angst haben zu verlieren. Jedes Mal, wenn ich live trade in Monitor, Mentorprogramme, Seminare und so weiter, ich mache es immer vor. Und ich versuche es schon Jahre, aber 40% im Durchschnitt verliere ich noch immer. Oder sagen, ja, Wim, du musst mal schaffen, um nur 30% zu verlieren, aber es geht nicht. Nein. Es ist, sind manchmal mal super Wochen, aber manchmal auch mal schlechte Tage und Wochen. Und irgendwo, das gleicht sich aus. Ja. Und das Expected Value oder, dass man sagen, durchschnittliche Gewinn im Vergleich mit durchschnittlicher Verlust, 2,2, 2,25. Und das macht eigentlich das Geschäftsmodell. Ja. Und das muss man kennen. Wenn man ein Restaurant hat oder irgendwo ein Geschäft, weiß man doch, wie viel kommt hier rein jeden Monat. Was sind meine Kosten? Es ist beim Trading genauso. Ja. Und darum auch ist, und das ist nicht schwierig. Ja. Denkt doch, oh, ein krasses Plan schreibt. Nein, ein vernünftiges kleines Tradingplan, sicher im Scalping-Bereich, das ist eine Seite. Und ein Trading-Tagebuch ist ein Excel-File. Habe ich auch sehr einfach und es dauert jeden Tag 5, maximal 10 Minuten, um das einzugeben. Und bringt wahnsinnig viel nach ein paar Monaten, wenn man die Daten hat und man die vernünftig analysieren kann. Wird zu wenig gemacht. Money Management. Angst zu verlieren ist logisch, aber was sehr oft ist, ist, dass man alles einsetzt auf einen Trade. Man will. Da ist nur ein Trade wichtig, das ist der nächste. Der will man unbedingt gewinnen. Und ich verstehe das, das ist menschlich. Aber es ist unmöglich. Ja. Es ist wie hier, wenn ich hier 10 Nummer drin und ich sage, von 0 bis 6 sind Gewinner und von 7 bis 10 sind Verlierer. Jeden Trade, den ich mache, nehme ich ein. Das ist es eigentlich. Und darum. Ja, muss man bereit sein, dreimal hintereinander zu verlieren und das vierte Mal normal zu traden. Normales Regelwerk, nicht die Position erhöhen, nicht aus Rache treten, nie so mal versucht, nein, normal. Ja. Und dann ist es okay, was ist deine Schmerzgrenze? Und nicht darüber handeln. Ja. Weil wenn man ein- oder zweimal verliert, und man bekommt ein Haarausfall. Das ist keine gute Idee. Darum wieder das Zauberwort weniger am Anfang. Ja. Zu viel handeln, das ist natürlich das Problem, diese Revenge Trading und natürlich Disziplin. Ich versuche immer, immer zu sagen, mach weniger. Aber was du machst, muss perfekt sein. Sei schwierig. Aber es muss perfekt sein. Auch Auswahl von Produkten, Auswahl von Plattformen. Sei sehr, musst du das Maximale fragen. Und darauf konzentrieren. Und einmal, dass das funktioniert, dann kann man weitergehen. Problem heute ist natürlich im Trading-Bereich, da ist so viel. Und die Leute sehen eigentlich, ja, in Belgien sagt man, das Wald durch die Bäume nicht mehr oder so. Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, aber so Ja, etwas ist man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, ist schon richtig, auch ja. immer. Das ist, da haben wir schon wieder mal etwas gelernt. Aber was, worüber ich eigentlich, wo ich hin will, ist dieses mentale Kapital. Und wirklich, ich mache nie Psychologie, Kurse und so weiter, aber ich gebe da die Leute ein paar Tricks mit, wie man da am besten damit umgeht. Aber ein von die Sachen,
was wirklich am meisten hilft, ist, dass man sein Geschäftsmodell verstehen muss, verstehen, was man tut, genau was man tut, in das Money Management glauben, in Demo perfekt testen, mit einem Trading-Tagebuch, dass man sieht und sich selbst überzeugt, hey, wenn ich das vernünftig mache, funktioniert das. Und dann mit echtes Geld unter seine Schmerzgrenze langsam aufbauen. Und darum dauert es auch so lange. Aber so baut man an etwas. Ja. Ich habe, das ist jetzt 20, vor 20 Jahren, in 2000, habe ich mein erstes Konto an die Wand gefahren. Ja, in Amerika. Ich hatte davor immer gewonnen und hatte da noch mit 150.000 Dollar weitergemacht. In 10 Wochen habe ich das Konto an die Wand gefahren. War weg, ja? 150.000 Dollar. Ich habe 10 Wochen gebraucht, um das Konto an die Wand zu fahren und habe 11 Monate gebraucht, um nicht um das Geld zurückzuverdienen, aber um das mentale Kapital wieder aufzubauen. Darum, das müsst ihr schützen. Wenn das in Ordnung ist, kommt das andere Kapital oft automatisch. Okay, gut. Wir gehen nochmal in den Ganz, ganz Markt. wichtiger Punkt. Ich habe noch mal eine Frage hier aus dem Ja. Publikum, und zwar, welche Märkte handelst du? Nur Indizes oder auch einzelne Aktien und Forex? Ich persönlich, was ich am, ich passe mich da eigentlich an meine Studenten, weil ich handle jeden Tag noch ungefähr 2, 3 Stunden und nehme dann oft natürlich die Produkte, die die Leute handeln, und was am meisten vorkommt, natürlich im Vormittag, bleibt DAX. Forex auch. Viele Leute, die Forex handeln auf 1 Stunde oder 4 Stunden Basis, wo wir dann mehr Positionen bauen, die, ich würde mal sagen, ein paar Stunden oder ein paar Tage sind, wird viel gemacht. Dann natürlich im Nachmittag sind es auf CFD sind es die Tech-Aktien, ja, Tesla, Amazon, ja, Alphabet und so weiter. Warum? Weil sich das sehr stark bewegt. Und natürlich die amerikanische Indizes. Leute, die gerne sehr schnell handeln, sehr aggressive Produkte gerne handeln, wie Nasdaq, das ist eine Gruppe. Es gibt auch andere Leute, die suchen ein bisschen mehr Stabilität, und dann geht man mehr in die Richtung von S&P 500. Ja. Dow liegt irgendwo dazwischen. Ja. Aber das hat nur zu tun mit Rhythmus und Geschwindigkeit. Die Technik ist immer die gleiche. Immer das Gleiche. Ah, okay, sehr gut. Ja. Gut, wie lange habe ich noch, Stefan? Ja, so 5 Minuten ungefähr. Okay. So, ja, hier mache ich das mal. Okay, analysieren wir das mal. Wo bin ich jetzt? Will ich hier traden? Okay, ich zeichne das mal ein. Ich kann hier ein Kanal einzeichnen. Seht ihr das? So. So, übernehmen, okay, dann muss ich das immer, ja, das fast ungefähr, so. Ich zeichne das natürlich nicht immer, aber wenn ihr das nicht seht direkt, rate ich euch wirklich, das zu, wie soll ich sagen, das zu machen. Nur um sich zu orientieren, wo bin ich? Wo bin ich? Und ich bin hier. Was will ich, wie will ich jetzt handeln? Ich will Short handeln. Warum? Ich will, Kanal geht nach unten. Ich stehe ungefähr in die Oberseite des Kanals. Ich will nach unten handeln. Wie viel Risiko will ich nehmen? Nicht viel. So viel. So, stelle mich genau über diese Triade da. Da, hopp. Hab hier ein erstes Ziel, wie ich schon sagte, Money Management. Ich nehme schnell etwas mit, verschiebe meinen Stop ein bisschen. Ich bin aus das Risiko hinaus. Und Rest lasse ich laufen. Ja. Hier leider hat wieder nicht funktioniert. Ihr seht, ja, es ist auch nicht immer. Ja, ich hatte gestern und vorgestern habe ich Flämisch und Französisch gemacht. Haben alle Trades funktioniert und heute leider nicht alle. Ah, bei Aber uns Deutschen funktioniert das nicht, ne? Ja, das na, ist ja wieder das was. ist eure Schuld natürlich. Ja. Nein, aber mag ich Alles nicht. gut, alles gut. Ja, aber hier,
Ja, bitte, bitte. Ja, Wim, ich habe noch mal eine ganz interessante Frage hier. Und zwar, hast du eine Idee oder einen Vorschlag für Vorlagen für ein Trading-Tagebuch, weil du das ja erwähnt hast? Hast du da irgendeinen Tipp? Moment, ja. Ja, das habe ich. Das sind verschiedene Slides. Eigentlich, es ist eine Checkliste, eigentlich. Und ich habe eine Checkliste zusammengebaut von 15 Punkten. Okay. 15 Dann würde ich vorschlagen, soll derjenige mit dir Kontakt aufnehmen, ne? Dann kannst du ihm ja, das die bestimmt wäre besser. zuleiten. Ja? Alles Aber klar, machen wir es doch so vielleicht. das sind sehr konkrete Sachen, um zu sagen, okay, diese Frage und auch da, und da kommt dann wirklich ein vernünftiges Plan raus, nicht ein großes theoretisches Plan, aber sehr konkret, sehr down to Okay. earth und etwas, das man echt anfassen kann und benutzen kann. Super. Ja? Ja, das ist ja super wichtig. Toll. Ja, ich bin kein großer Theoretiker. Ich hasse es, um viel zu schreiben, aber ich habe früher mein Leben auch noch andere Geschäfte gemacht und ich habe immer an Leute gefragt, Peter, erklär mich einfach in zwei Worte oder auf ein Post-it, schreib mal auf, was ist dein Geschäft? Eigentlich, wenn man sein Geschäft kennt, muss man das tun können. Muss einfach sagen, okay, ich mache es so, ich trade diese Instrumente, das ist mein Risikoprofil, das ist meine Kontogröße, ich weiß ungefähr, ich mache so viel Trades in die Woche, das ist so viel Kommissionen, da muss so viel dabei rauskommen, meine Expected Value ist so groß, ja. Wenn es nicht mehr funktioniert, dann warte ich mal, trade ich noch mal eine Woche in Demo und so weiter. Das ist sind sehr einfache und konkrete Regeln, die man auch dann auch gut durchführen kann. Darum geht es eigentlich. Ja? Super, also deine Checkliste wird hier gerade populär, also es fragen jetzt einige danach. Wie kann man dich erreichen, um die zu bekommen? Ist via meine Website, MyTradeClass.de. MyTradeClass.com, Ja, ne, ist das? Okay. MyTradeClass.com. Und dann, ja, das ist alles auch. Das war auch Und dann auch praktisch auf Kontakt irgendwie aufnehmen, ne, Es ist auch wahrscheinlich. darum, auch wir hatten das besprochen, Stefan, habe ich das auch, ist es auch diesen Kurs, die ich dir dann das Angebot gemacht haben mit die Alles 500. klar. Das Alles. ist da alles drin. Ja. Alles klar. Super. Ich habe es auch nochmal gepostet im Chat. Also da einfach draufklicken und dann könnt ihr Ja. da mit Wim Kontakt aufnehmen. Ich Super. kann nur die letzte Worte für mich. Die erste Frage ist, wenn man tradet oder scalpt, trade ich ja oder nein, analysiere Schritt für Schritt, da ist auch ein Regelwerk. Begrenze deine Strategien, ein, zwei, maximal drei. Immer kenn deine Schmerzgrenze, bleib runter, mach dir keinen Stress. Die Märkte sind in 3 Monaten auch noch da. Ja. Ja, und erfahren, hoffe Das ist ich, sehr ne? gut. Das ist sehr gut. Ja, Merchandise, der ist sehr gut. skalieren, steige aus. Das ist mental für viele Leute viel einfacher, so durchzukommen, mit Gewinne mitzunehmen. Gibt verschiedene Systeme da. Und bitte, wir sind keine Spieler, wir sind Trader. Und ja, wie immer, Stefan, hat mich wieder sehr gefreut.